In den 80er, ich weiß ja, aber genau was es ist. Ja, so in dieser Zeit. Da können Sie von mir einen Beitrag lesen, den habe ich geschrieben damals, dass man den Gürtel zur Fußgängerzone machen sollte. Kann man machen. Ist vollkommen logisch. Also der Gürtel wäre eine ganz brauchbare Fußgängerzone, weil er links und rechts ja von Wirtschaftsstrukturen gegeben ist. Alle Reklame gebührt, ist es eine Durchzugsstraße. Beim Autoverkehr, der einfache Regel, der Autoverkehr füllt alle Lücken, die Sie ihm lassen. Nehmen wir es in Kane, wird der Mensch ziemlich schnell vernünftig. Es ist etwas Schlimmes, wenn Sie natürlich keine Alternative haben. Das ist auch in Wien nicht der Fall. In Wien haben wir Alternativen, also von denen träumen ja meine ausländischen Kollegen, von denen sie herkommen. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man bei uns überhaupt ein Auto fahren muss. Oder so. Nicht alle, es sind Kollegen, die kommen mit dem Auto her, sind nervig ziemlich am Sande, weil sie, also Amerikaner zum Beispiel, die Amerikaner fühlen sich natürlich in Europa sehr bedroht, durch die hohen Geschwindigkeiten, durch das Recht haben und dergleichen. Das kennen sie nicht. Ne? Dann werden sie dann noch, was sie von München hergefahren sein, das heißt ziemlich fertig. Und da sagen sie, jetzt habe ich endlich mein Auto in der Opa-Garage abgestellt. Das ist ja furchtbar, wie es da bei Ihnen zugeht. Und das ist besser, ja, öfter sind wir wieder Kollegen bei mir. Und jetzt eine Zeit lang, da haben wir vorhin, sie sind da unten, die Nacht miteinander vor. Also, das wäre meiner Ansicht nach, es gibt, das, was ich Ihnen erzähle, ist ein Konzept. Es gibt für ganz Wien ein Garagen, also ein Parkraumkonzept seit den 70er Jahren. Man braucht die Sachen nur mehr machen. Naja, der Schicker ist ein. Es ist einfach Schicker. Das ist der Schicker, ja. Der Schicker kann es nichts anbringen. Ne? Aber es ist nämlich hoch an der Zeit. Es ist hoch an der Zeit. Wien hat ja noch einen sehr guten Ruf. Den wird es verlieren, weil es einfach von vielen Städten überholt wird. Weil die ziehen jetzt ziemlich stark an. Es gibt immer mehr autofreie Teile, Ortsteile. Ich bin ja etwas bei solchen Veranstaltungen. Die Städte dehnen ihre Fußgängerzonen massiv aus. Da passiert bei uns viel zu wenig. Es ist aber nicht nur der Schicker, es ist keine Mehrheit dazu. Ich habe damals, diese Sachen sind ja damals nicht nur deshalb gelaufen, weil wir Politiker gehabt haben, die besonders mutig gewesen wären. Das war sicherlich nicht der Fall, aber es waren Politiker, die halt verantwortlich für ihre Stadt waren und darüber nachgedacht haben, das ist gut für die Stadt. Das war das eine. Und da gab es natürlich sehr starke Beamte. Der Senat Engelberger, ich weiß nicht, wer sich noch an seinen Namen erinnert, war im Wesentlichen der Chef der Stadtplanung und der ist auch im Wesentlichen mit den Politikern ganz gut umgegangen oder so umgesprungen. Aber wenn Sie mit dem das vereinbart haben, dass was sinnvoll ist und der war überzeugt davon, dann ist das auch politisch gemacht worden. Der hat natürlich auch einen starken Rückhalt in der Partei gehabt, Engelberger. Aber dem hat man das zu verdanken. Also der Pulli Graz war sicher dem aufgeschlossen. Aber Sie kennen ihn, der war eher so ein Schöngeist, der war natürlich so einer, der sehr brutal hineinfährt. Ne? Und der Meier, der später sozusagen die Schicke sehr lange Zeit gelegt hat, hat sich in Zirksangelegenheiten relativ wenig eingemischt, aber er war im Wesentlichen der Macher. Der war allerdings weniger so für Fußgängerzonen zu sagen. Der war viel mehr begeistert von Tunnelbauten oder eventuellen Eisenbahnkunststücken mit zwei Systemdingern, die Siemens verkaufen wollte, also Elektroingenieur. Und da habe ich damals ziemlich zerstört in seinen Träumen. Also wie gesagt, der Gürtel ist absolut machbar. Ah, der Ring, entschuldigen, der Gürtel ist der Gürtel raus. Aber der Ring ist relativ leicht machbar. Also der Ring kann zurück zusperren, wo Sie wollen, im Wesentlichen passiert gar nichts. Das ist, ob Sie den Stiefel zusperren oder woanders. Sie haben den öffentlichen Verkehr auf und am Ring. Interessant sind die Querbeziehungen im ersten Bezirk für den Lieferverkehr. Der Lieferverkehr macht ungefähr 5-8% des gesamten Autoverkehrs aus, den werden immer rum. Dann haben wir den zufließenden Verkehr für die Bewohner, die dort ihr Auto in der Nähe haben wollen. Und damit ist die Geschichte schon gegessen. Alles andere ist an sich Unfähigkeit, eine Stadt ordentlich zu verwalten an der Oberfläche. Und da lassen solche Autos in der Gegend umeinander stehen und subventionieren diese. Anfangen, wo ich will, muss ich den ersten Bezirk hernehmen, kann ich auch so den 7. Bezirk hernehmen, der genauso ausräumen könnte, oder den 9. Bezirk kann ich auch genauso ausräumen. Aber es muss endlich dieses Tabu gebrochen werden, das Auto an der Oberfläche darf man nicht angreifen.
Nein, die Touristenbusse, da gibt es ein Buskonzept aus dem Jahr 1991, das ich gemacht habe. Die Touristenbusse sollen untergebracht werden an der Erdberger, wie heißt die Station Erdberg, wo die A23 sich mit der U3 schneidet. Da gibt es ein fix und fertiges Buskonzept. Dort die Orte nehmen auch U20 in diesem Gebiet ein Materiallager. Und dieses wird geschickt. Ne? Da werden die Touristenbusse unterzubringen. Die Leute steigen auf die U3 um und dann mit der U3 sind sie schneller als mit jedem Autobus im Museumsquartier, in Schönbrunn, wohin sie wollen, im ersten Bezirk. Ist ja viel schneller. Erstens. Zweitens einmal zerstören sie nicht, belasten nicht zusätzlich die Umwelt, die Abgase und den Lärm. Wir hätten die ganzen Parkproblematik hinausgelegt. Gibt's ja. Ah, aber sehr detailliert da oben. Wir haben im Prinzip alle Hotels in Wien nach oben, was auch vielleicht interessant ist. Und wenn Sie die Hotelmanager gefragt haben, von den Top-Hotels, 5-Sterne-Hotels und so weiter, warum haben Sie von denen erfahren, wir haben keine Buskiste? Es gibt aber die Reisegruppen, die natürlich zu einer ganz anderen Preiskategorie gehören, die durchaus in diesen Hotels hausen. Das heißt, zum Portier gegangen, dann haben Sie mit dem Thema Gas getrunken. Dann haben Sie natürlich einen etwas näheren Einblick bekommen in die Verhältnisse mit den Bustouristen, nicht? Und die erreichen oft deutlich über 50%. Also, natürlich, es gibt zwei Sachen beim Bus, das eine ist das Gepäck und zwei, und da fährt man ein, macht die ab, fährt wieder raus. Und heute, damals war es ja noch nicht das Handy noch nicht so verbreitet, aber heute ist es überhaupt keine Hexerei. Das heißt, man ruft den Fahrer an, dann fährt man wieder rein, und in der Stadt fährt man mit dem öffentlichen Verkehr. Also das lässt sich das auch, Entschuldigung, dass 50 Leute, oft ältere Menschen, zusammen mit der U-Bahn fahren und da rechtzeitig aussteigen, also, und nicht also, jemand ausbleibt. Also diese Geschichte muss man jetzt unterscheiden. Wenn es sich um echt behinderte Personen handelt, das ist klar, dass man die befördert. Aber die befördert man sowieso. Nicht? Das heißt, wenn sie wirklich nicht in der Lage sind, eine U-Bahn zu beordern, natürlich, dann machen sie das. Sehr öfters, dass diese Reisegruppe, wo das tatlos funktioniert. Aber die Fälle, wo das tatsächlich der Fall ist, ist ja nichts dabei. Es ist eine Organisationsfrage, da muss man sich erinnern. Da kann man einfach vielleicht holen, dann geht das irgendwo hin. Nein, wir haben im Bustourismus etwas ganz anderes. Wir haben im Bustourismus eine wirtschaftliche Verlust in Stadt Wien. Weil was sich hier abspielt, ist, dass die Leute Wien besichtigen und dann ist quasi irgendwo aussehen, da billiges Lokal essen. Ne? So schaut es in Wirklichkeit aus. Also, das, wenn man da näher hineinschaut, dann schaut die Geschichte nicht so eindeutig und klar aus, dass die Grasen alles Mögliche ab, aber fahren dann immer in irgendwelche billigen Geschichten hinaus. Und das belastet das Ganze. Das heißt, die Borde, die dann wirklich unter diese Kategorie fallen, die würden absolut tolerierbar sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und der Rest, der, wie gesagt, kommt, der ist draußen abzustellen. Es gibt sie heute. Ein Teil haben sie gemacht von meinem Buskonzept, die sind heute internationalen Busse statt Wien Mitte. Die haben sie hinausgelegt, weil sie einfach Wien Mitte nicht mehr anfahren können. Das haben sie übernommen, weil es nicht gegangen ist. Aber sie haben kein Touristenbuskonzept umgesetzt. Das ist die Problematik. Ne? Damals waren die auch noch die Ausreden mit den Ostbussen, dabei hat sie herausgestellt, das sind gar nicht die Ostbusse, die zum Beispiel die Parkgebühr nicht bezahlen, sondern es sind eher Westbusse gewesen, die Parkgebühr nicht bezahlen wollten. Also das muss man sich im Detail anschauen, wie diese Sachen ausschauen. Es schaut oft, die Vorstellung, die hier verbreitet wird, ist oft eine völlig andere als die Realität. Also wie gesagt, die Bussache ist in Wien durchaus zu Menschen. Wir haben den zweiten Buspark, das aus dem Europäischen Grund, der ist hier. Und der möchte das. Genau, den haben sie gemacht. Ne? Der zweite wäre der Rede gewesen. Ja. So ist es. Aber natürlich hat man diese Sachen nicht sauber umgesetzt. Aber Frage, jetzt ist ja relativ viel gelungen, ich finde die Zeitspanne nicht so viel, aber trotzdem ist es gelungen.